Vater, immer bist du der Grund, dass wir uns hier versammeln. Halleluja. Dass wir hier sind, dass wir uns hier treffen können auch. Danke dafür. Danke, dass unsere Beziehung zwischen dir und unsere Liebe und uns, zwischen dir und uns, die Liebe ist. Ja. Und nicht unsere Leistung. Wir können nichts dazu tun. Du hast uns zuerst geliebt. Halleluja. Und deswegen sind wir heute hier. Und dafür danke ich dir. Heiliger Geist, danke, dass du in uns bist, dass wir dein Tempel sind. Danke, Herr. Wo wir sind, da bist du dabei. Deine Herrlichkeit ist in uns. Halleluja. Amen. Hallo und guten Morgen. Guten Morgen, die ihr zum allerersten Mal da seid. Hallo, hallo, guten Morgen, ihr, die ihr schon ganz oft da wart. Und hallo auch an euch. Ich weiß jetzt nicht, wo es gerade geschaltet ist, aber ich gucke einfach in beide Kameras, die ihr gerade das Video anguckt, wo und wann auch immer. Guten Morgen, seid herzlich willkommen. Genau. Gestern habe ich den Briefkasten geleert und habe die Post rausgenommen, weil mal wieder was drin war. Kommt ja auch nicht regelmäßig vor. Und da war ein Brief drin, den haben wir letztes Jahr im Mai abgeschickt an meine Cousine, nachdem die Mutter gestorben war, Danksagung, und nach Frankreich. Und der kam jetzt gestern zurück, weil einfach der Empfänger, den ich richtig reingeschrieben habe, einfach nicht gefunden wurde. Keine Ahnung, warum, was die da gemacht haben. Normalerweise hätte ich mich da früher immer massiv geärgert über sowas. Ich habe mich jetzt natürlich auch gewundert, aber geschmunzelt. Aber ich habe früher das immer mit relativ viel Energieeinsatz versucht, selber zu bewältigen. Und bin dabei manchmal leer gelaufen. Jetzt natürlich nicht nur immer, wenn ein Brief zurückkommt, sondern bei vielen anderen Situationen, die im Leben einfach schräg laufen. Und da möchte ich euch ermutigen, ganz viele tun das hier schon auch ganz bestimmt, aber auch die, die es noch nicht tun, ich möchte euch ermutigen, dass ihr da die richtige Haltung habt, weil es wichtig ist, dass man da nicht in einen inneren Groll verfallet, nicht auf andere irgendwie böse sind, die jetzt in dem Fall die Post, die ich gar nicht kenne, oder vielleicht auch der Nachbar oder der Freund oder der Arbeitskollege, was auch immer, sondern dass ich meinen Groll oder das, was mich bewegt, dass ich das Gott sage. Und dass Gott dann für mich eintritt. Und er gibt mir dann ein fröhliches Herz. Er kämpft für mich. Er guckt danach, dass es mir gut geht. Und so wünsche ich auch euch, dass er mit solchen Situationen umgeht. Führt ein Gespräch mit Gott, auch wenn es komisch ist, weil ihr es vielleicht noch nie gemacht habt. Aber beginn einfach und tu so, als ob es den da oben ganz sicher gibt, und er wird dir antworten, er wird sich für dich einsetzen. Halleluja. Dann lasst uns beginnen mit dem Lobpreis, genau. Danke, Jochen. Wer will und kann, darf gerne dazu aufstehen. Thank you.
Sovereign and amazing.
den Strömen deiner Güte zu. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Tiefer Friede liegt in dem Schatten deiner Flügel für uns. Wir singen, Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währet ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Du bist mächtig, du bist treu, du bist voller Freundlichkeit. Deine Liebe fließt aus den Strömen deiner Güte zu. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Tiefer Friede liegt in dem Schatten deiner Flügel für uns. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währet ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich, du bist unser Gott. Sei Ehre, Ruhm und Macht, wir erheben deinen Namen, Herr, dir sei Ehre, Ruhm und Macht, wir erheben deinen Namen, Herr, dir sei Ehre, Ruhm und Macht. Du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währet ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währet ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Du bist unser Gott und König. Du bist unser Gott und König.
ich den Weg nicht seh. Bist du mein Licht auf das ich fahr. Allein der Frieden, den du gibst, stillt jedes wilde Meer in mir. Ich stürm mich diese Welt auf. Meine Seele ruht in dir. Du bist mein Halt, du bist mein Fels, mein sicherer Ort und mein Fundament. Selbst wenn die Welt um mich herum zerbricht, weiß ich, dass du, Gott, meine Zuflucht bist. Dass du, Gott, meine Zuflucht bist. Nehmt euch einen Moment des Gebets, stellt euch das vor, die Welt um euch herum zerbricht. Vielleicht nicht die ganze Welt, aber in eurer Welt, in eurem Leben zerbricht irgendwas. Und dann haben wir diesen Halt, dieses Fundament, diesen sicheren Ort. Spricht es Jesus aus. Jesus, du bist unsere Geborgenheit. Auf dir stehen wir sicher. Bei dir können wir uns bergen.
Du bist der Hirte, der uns nachgeht. Gehören zusammen. Wir zwei gehören
Schritt zum Kreuz hast du gezeigt. Du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindeshand befreit und ich weiß. Ein wunderbarer Gott bist du, ich sing zu dir, ich ruf dir zu, heilig, schön und königlich, wunderbar bist du, wunderbarer Gott, ich weiß, das ganze Universum preist die Größe deiner Herrlichkeit, wunderbar bist du, wunderbarer Gott bist du, ich sing zu dir, ich ruf dir zu, heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Und wunderbarer Gott, ich weiß, das ganze Universum preist die Größe deiner Herrlichkeit. Wunderbar bist du, wunderbar bist du. Vater, und das absolut Schöne dabei ist, das ist alles Wahrheit. Du bist wunderbar, du bist der Allmächtige. Du hast alles gemacht, du hast uns gemacht, du hast jeden Baum gemacht, letztendlich jedes Auto, weil die Materialien von dir sind. Alles, alles, was wir sehen, alles, was wir haben, alles, was uns umgibt, du hast es gemacht. Und das Geniale ist, wir können zu dir kommen, Herr, wann immer wir wollen, wo immer wir herkommen. Auch wenn wir dich bisher noch gar nicht gekannt haben, wir können genau so kommen, wie wir jetzt sind. Egal, woher wir kommen, du bist da, Halleluja. Wir brauchen keine Telefonkarte, wir brauchen kein Handy, wir brauchen kein Netz. Wir können Tag und Nacht zu dir kommen. Du schläfst nicht, du schlummerst nicht, du bist einfach da. Halleluja. Und das spreche ich dir, jedem Einzelnen hier zu. Wenn du Not hast, wenn du das Bedürfnis hast, komm. Komm einfach. Vater, ich danke dir, dass du unser Fels bist, wo Kriege und Chaos um uns sind, zwar nicht direkt vielleicht um uns, aber in dieser Welt, wo wir jeden Tag davon lesen, wo wir jeden Tag im Fernsehen sehen. Halleluja. Und auch wenn jetzt gestern ganz viele Drohnen und Raketen auf Israel geflogen sind, dann bist du dennoch der, der alles in Kontrolle hat. Halleluja. Halleluja. Vater, wir segnen dein Volk. Wir segnen das israelische Volk, dass sie in deinem Frieden bleiben, dass sie einfach Zuversicht haben. Auch da, wo ihre Angehörigen vielleicht gar nicht mehr da sind oder noch einfach nicht wieder daheim sind und eine völlige Ungewissheit ist, was passiert. Ich bete, dass du da mit deiner Kraft kommst, Herr. Und wir segnen auch die, die aus unserer Sicht hier Unrecht tun. Wir segnen die, damit sie zu dir finden. Halleluja. Damit dein Frieden sie erreicht. Stellen dein Volk unter dein Blut, Jesus, unter deinen Schutz, Vater Gott. Amen. Wer will, kann heute Abend um 19 Uhr wiederkommen. Es gibt eine Fortsetzung von heute Morgen, nennt sich dann Lobpreis- und Anbetungsabend. 19 Uhr in diesen Räumen, seid herzlich und zahlreich willkommen. Und lasst euch füllen von seiner Gegenwart, noch mehr als jetzt. Ja. Und jetzt bitte ich, wo ist er? Den Dennis auf die Bühne, genau. So, willkommen alle zusammen. Ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar ist nächsten Sonntag
nach dem Gottesdienst einen Kuchen verkauft. Dieser Erlös geht wieder in unsere Jugendfreizeit. Es wird wieder auf Spendenbasis gehen. Das heißt, kommt alle gerne vorbei. Und wenn ihr nicht vor Ort Kuchen essen wollt, könnt ihr auch gerne einfach eine Tupperdose, eine Schachtel mitnehmen, damit ihr den Kuchen mitnehmen könnt. Okay, danke. Wer mehr Bedarf hat, kann auch mit dem Fahrradanhänger kommen. Genau. Ja. Gut, dann weiter. Am 5. Mai ist die Sigi und der David Oplander im Gottesdienst. Viele kennen sie. Sigi und David Oplander, ich weiß gar nicht, wo sie wohnen. Ich glaube in Afrika, könnte aber auch Amerika sein. In wo? In Florida. Das ist Nordamerika, USA, genau. Auf jeden Fall machen die einen wunderbaren Dienst. Etwas kantig, aber extrem wertvoll. Also seid herzlich eingeladen und sie nimmt den Raum ein, die Sigi. Genau. Dann zum Vormerken. Am 22.06. gibt es hier in der Region, wir sind ja hier im Gebiet Ramtel von Leonberg, gibt es das Ramtel-Sommerfest. Auch da machen wir als Gemeinde mit. Die Planungen sind am Laufen. Seid auch herzlich eingeladen, an diesem 22. Juni mit dabei zu sein. Mehr dazu gibt es demnächst. Genau. Und jetzt freuen wir uns auf eine spannende Predigt von dem Jürgen Blachta. Darf ich bitten? Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich haben viele Gedanken beschäftigt während dem Lobpreis. Und der blödste Gedanke war ein Schlüssel. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr an Dinge denkt, wo ihr denkt, Menschenskinder, warum kriege ich das nicht aus dem Kopf? Ich bin für den Kaffeekassenschlüssel verantwortlich. Und wisst ihr, wo der liegt? Zu Hause. Und immer habe ich mir überlegt, ist er wirklich daheim, ist er nicht doch irgendwo noch im Auto? Und wisst ihr, das hat mich so ausbremst heute Morgen geschwind, dass ich denkt habe, so Sabberlott. Der Dennis ist unter uns, der macht heute Kaffeedienst. Gebt ihm das Geld so bar wie möglich. Er kann wahrscheinlich wenig rausgeben, weil eben die Kasse verschlossen ist, die es dort hat. Ich wollte mich einfach mal entschuldigen und sagen, ich habe den Schlüssel vergessen. Ja, genau, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich wurde schon am Dienstag angefragt, wie mein Thema heißt. Und wer mich kennt, der weiß, also ich bin last minute. Ich versuche das möglichst sonntagmorgens noch ausgedruckt hierher zu bringen, was ich dann tatsächlich habe. Und ich habe zwei Themen gehabt im Kopf, einmal Unstrafbar, das ist ein Buch, das mir sehr wichtig geworden ist. So zum Thema, wir denken sehr oft in Strafe und du machst was schlecht und wir denken in Strafe, du musst dann drüber büßen. Du hast dann irgendwie, brauchst dann ganz dringend einen Grund, warum du irgendwo nicht mehr mitmachen kannst oder mitmachen darfst. Und Gott denkt so nicht. Aber das ist jetzt nur die nächste Predigt, die ich dann wahrscheinlich beim nächsten Mal mache. Heute habe ich irgendwie noch einmal auf dem Herz eine Predigt, die ich mal vor Jahren gemacht habe. Da waren wir noch in der BMG. Übergangsweise, weil hier die Räume noch nicht fertig waren und wir keine Räume hatten. Und dieses Thema heißt endlich frei. Ich möchte aber zuerst mal beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du jetzt hier bist unter uns und dass du in unser Herz hineinsiehst, dass du in unsere Gedanken hineinsiehst, dass du uns kennst, du bist unser Schöpfer. Du weißt, wie wir denken, wie wir ticken, wie wir eigentlich in uns loslegen oder nicht loslegen, Herr. Und weil du Dinge in unser Leben hineinsagen möchtest und sollst und willst. Und ich bete echt, dass unsere Herzen sich jetzt öffnen und dass wir uns ganz auf dich ausrichten können. Amen. Es war noch nicht die Predigt, aber ich brauche glaube noch das Gerät. Ja, es ist eine alte Predigt, vor 6,5 Jahren gepredigt. Na, irgendwie. Ah. Jetzt hat er. Vor 6,5 Jahren gepredigt. Und manchmal, wisst ihr, da ziehe ich auch ein bisschen so für mich Resümee und sage, denke ich noch so wie damals? Oder
bin ich da irgendwie jetzt heute ein bisschen anders unterwegs? Man wächst ja auch vielleicht oder denkt auch mal dann anders in einer gewissen Zeit. Und das war mir nochmal irgendwie zum einen wichtig, euch da mit hineinzunehmen. Vielleicht wissen manche noch von dieser Predigt. Frage ich euch, denkt ihr noch so wie damals? Oder euch überhaupt einmal hineinzunehmen in dieses Thema endlich frei. In dieser Zeit, damals als ich das gepredigt habe, da war überwiegend so das Thema Flüchtlingskrise und Bewältigung der Flüchtlingskrise und wie gehen wir da damit um. Und wir schaffen das. Und heute wissen wir, dass wir manches vielleicht nicht geschafft haben, auch nicht so gut geschafft haben. Es ist eine Zeit drüber gegangen. Heute in der Zwischenzeit haben wir Krieg in der Ukraine, wir haben Krieg in Israel, wir haben über Nacht, haben wir jetzt vorhin auch wieder gehört, erneuter Angriff aus dem Iran. Und uns beschäftigen zum Teil neue oder andere Dinge ganz anders. Ich hätte diese Predigt gerne schon ein bisschen früher gehalten, aber es war Corona. Und warum habe ich sie nicht gehalten? Weil das Thema Frei und Freiheit in Zeiten der Corona-Zeit, glaube ganz anders verstanden worden wären. Nicht so, wie ich es meine. Oder vielleicht auch, wie Jesus es meint. Weil dort war es dann drum, impfen, nicht geimpft, wo ist meine Freiheit, wo wird meine Freiheit eingeschränkt. Und es war mir ein zu heißes Eisen für das, was man damit eigentlich sagen will oder was Gott sagen will. Das endlich frei, das kommt eigentlich vom Buch, habe ich da jetzt aufs Versehen schon drückt, gell? Aber lassen wir einfach mal so. Das endlich frei, das kommt aus einem Buch, das ich vor Jahren, also schon 11 Jahre her, gelesen habe und das mich heute noch beschäftigt. Eine Kultur der Ehre. Viele kennen das, Stefan und Sibylle vom alten Leitungsteam habe ich gerade vor Augen, das Leitungsteam neu, mich hat es sehr beschäftigt. Wie gehen wir miteinander um? Wie ehren wir uns? Wie respektieren wir uns? Wie beschäftigen wir uns miteinander? Oder wie lassen wir den anderen auch mal stehen? Hat mich also praktisch über 11 Jahre beschäftigt und beschäftigt mich heute noch. Und da kennt einige wirklich meine Gedanken dazu. Wertschätzung für andere, natürlich auch Wertschätzung für mich. Und wisst ihr, ich merke, ich bin da noch lange nicht durch. Gott schafft da an mir und muss da auch an mir schaffen und wahrscheinlich auch an vielen anderen. Ich habe 2 Bücher mitgebracht, die lege ich mal daher. Und die werfe ich jetzt nicht in die Runde. Aber es sind wirklich Bücher aus meinem Bücherregal, sind noch neu. Ich habe damals, glaube ich, was weiß ich, zig Bücher bestellt, deswegen sind die noch da im Bücherregal gewesen. Und ihr dürft sie gern, wenn ihr nachher wollt, eins nehmen oder auch 2 nehmen, zum Durchlesen, zum Weitergeben, so wie ihr das für euch richtig hält. Wertschätzung, ich glaube, ein ganz großes Thema, auch in Gemeinden. Und wir sehen hier schon die Bibelverse. 2 Bibelverse möchte ich euch am Anfang einfach mal mitgeben. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder von Gesetz versklaven lässt. Ihr seid frei geworden vom Gesetz. Und jetzt sage ich es in meine Worte. Achtet darauf, dass nicht wieder ein Gesetz kommt, das euch versklavt. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Also wir sind alle dazu berufen, frei zu sein. Und wir hören das ja immer wieder und das ist auch voll das Thema, die Liebe Gottes ist das Allerwichtigste. Die Liebe Gottes, die steht hinter allem. Und diese Liebe Gottes, die schenkt uns diese Freiheit. Die Liebe Gottes möchte uns wirklich frei machen von dem, was uns versklavt, was uns einengt, was uns einschränkt. Jesus möchte wirklich uns viel Freiheit in unser Leben hineingeben. Ich glaube, mehr Freiheit, als wir das manchmal uns Christen so zutrauen, weil wir eigentlich eher eingeschränkt denken.
Ich weiß nicht, warum wir manchmal so eingeschränkt denken. Ich selber habe auch so getickt und ticke auch heute noch so. Aber ich glaube, Gott möchte uns viel mehr Freiheit in unser Leben hineingeben. Das weiß man natürlich, wenn man aus einem Land kommt, wo keine Freiheit ist, wo wirklich Bedrängnis, Gefängnis, vielleicht auch Verfolgung ist. Da merkt man das in besonderer Weise. Man merkt es auch, dass man heutzutage mehr sagt, die Presse, die ist auch nicht mehr ganz so frei. Da sind wir so am Punkt, wo man sagt, wie frei sind wir noch? Sind wir richtig frei oder nicht so frei? Und ich glaube, dass es schon Zeiten gab, wo wir freier waren, das glaube ich ganz sicher, aber dass wir noch immer sehr, sehr frei im Land leben. Wir können nur alles sagen, was wir wollen. Auch wenn viele sagen, man darf das nicht mehr sagen, aber wir werden nicht ins Gefängnis geworfen, wir werden nicht verfolgt, wir werden deswegen nicht umgebracht, sondern wir dürfen unsere Meinung noch äußern. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Viele von uns, ich komme glaube aus einer Generation, die in den 60er Jahren groß geworden ist, Atomkraft, nein, danke, Jude statt Plastik und so Sachen waren da irgendwie die großen Dialoge. Es war eine große Freiheitsbewegung jetzt aus meiner Sicht. Viele lachen jetzt und erinnern sich vielleicht auch noch dran. Heute ist manches anders. Heute sagt man wieder mehr Waffen statt Atomkraft oder umdreht rum, je nachdem. Aber das ändert sich auch ein Stück weit. Nur es war ein großer Freiheitsgedanke. Und dieser Freiheitsgedanke, den ich so für mich erlebt habe, das prägt mich natürlich auch in meiner Meinung und in meiner Art. Da merke ich, da bin ich sehr kritisch, wenn da irgendwelche Dinge kommen, die mich einschränken möchten. Kennt ihr den Ausdruck, so ähnlich zumindest, man sollte mal wieder Rasen mähen? Das macht mich ganz verrückt. Man kann das sagen, Jürgen mäht der Rasen. Das sind so diese Dinge, wo ich denke, das ist so eine Lenkung in eine gewisse Richtung. Also ich empfinde es auch als Manipulation, da bin ich ganz empfindlich. Zu sagen, man sollte machen. Man kann doch im Dialog sagen, das ist jetzt wichtig, das tun wir. Oder wie siehst denn du das? An dem Punkt bin ich besonders empfindlich, muss ich auf mich aufpassen. Aber ich merke auch, wie man Menschen dann einfach auch lenken und leiten kann. Und das will Gott nicht. Gott will uns in eine neue Freiheit setzen. Und ich habe auch gemerkt, dass man auch in religiösen Bereichen, also auch in der Gemeinde, da kann man die Leute auch wieder irgendwie lenken. In der Gemeindeleitung müssen wir sehr Acht drauf geben, dass man nicht Menschen in eine Richtung bringt oder dringt oder ihnen Freiheit lässt. Zwar, ich glaube immer nur, dass wir unsere Meinung sagen sollen und müssen und dürfen, aber wir dürfen sie nicht in eine Richtung dringen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man auch in einer Gemeinde aufpasst, dass man nicht unter ein neues Gesetz kommt. Jetzt habe ich wahrscheinlich meine Folie durcheinander gebracht. Also ich lese es jetzt einfach von der vorderen Folie vor. Gottes Wertschätzung, die gilt für dich und von mir zum anderen. Gottes Wertschätzung, sie gilt für dich. Das heißt, Gott liebt dich so, dass er dich wertschätzt, dass du von ihm sehr geachtet bist. Du bist besonders wertvoll. Wir lesen das in verschiedenen Bibelversen, Psalm 139 und so weiter. Wir lesen verschiedene Bibelversen, wie Gott sagt, du bist so, so wertvoll. Ich will dir wirklich den Respekt geben, den du hast von mir, dir gegenüber. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist diese Kultur der Ehre, die wir von Gott bekommen. Gott schätzt uns. Gott tut uns wertschätzen. Und das heißt natürlich auch als Aufgabe, ich schätze der andere wiederum wert. Ich bekomme Wertschätzung von Gott. Und Gott gibt mir dann praktisch diesen Wert, den ich anderen wieder weitergeben kann. Und das geht hinein in die Gemeinde. Das geht in mein persönliches Umfeld. Das geht auch in das Gemeindeumfeld. Und überall dort wird sich das auswirken, wenn wir uns gegenseitig wertschätzen, achten, respektieren, groß machen,
und stehen lassen, dann wird es auf jeden Fall möglich sein, dass sich das in unser Umfeld hineinwirkt. In dein Elternhaus zum Beispiel und auch in die Gemeinde. Ein Thomas Jefferson, das war der dritte Präsident der USA oder der Vereinigten Staaten. Ich glaube, der hatte damals noch einen richtig guten Freiheitsgedanke. Heute weiß ich das manchmal nicht mehr so, ob das noch so dieser Grundgedanke ist. Der hat damals gesagt, freie Menschen sind am schwierigsten zu führen. Freie Menschen sind am schwierigsten zu führen. Weißt, wenn du überall Sklaven hast, dann brauchst du nur einen Befehl sagen oder Armee hast oder was auch immer, brauchst du nur einen Befehl sagen und dann läuft es. Aber freie Menschen mit einem eigenen Wille, mit einem eigenen Denken, mit einer eigenen Substanz im Kopf und nicht nur mit einem Befehl im Ohr, die sind viel, viel schwerer zu lenken. Das macht es uns manchmal schwer. Übrigens auch spannend für eine Gemeindeleitung. Manchmal wäre es gut, man würde eine einfache Richtung geben und so sagen. Ich weiß gar nicht, ob der Christoph gerade da sitzt, wahrscheinlich nicht. Doch? Ah, okay. Aber das ist wirklich so. Manchmal würde man gerne einfach sagen, so läuft's. Und dann läuft's so. Oder auch nicht. Aber das ist manchmal echt schwierig. Und das ist für uns als Gemeinde und auch als Gemeindeleitung wichtig. Wir wollen das respektieren, dass Gott sagt, du hast einen eigenen Willen. Und dadurch macht es auch manchmal den Bogen mehr, bis man vielleicht zu einem gemeinsamen Konsens kommt und nicht gleich loslegen kann. Gott will, dass du in eine neue Freiheit hineinkommst. Gottes Ziel ist, mit dir in der Freiheit Gottes in vollem Umfang zu kommen. Gott will nicht, dass du von einem Gesetz zum nächsten Gesetz kommst oder von einer Versklavung zur nächsten Versklavung, sondern Gott will, dass du frei wirst, dass du Freiheit erlebst. Der David, der sagt, du hast mich nicht meinen Feinden ausgeliefert. Jetzt bin ich frei zu gehen, wohin ich will. Man könnte es auch mit diesem weiten Raum, du stellst meine Füße auf weiten Raum oder wie auch immer, ein Stück weit so verstehen. Er sagt, Gott, du willst nicht, dass ich wieder irgendwo in eine Enge hineinkomme, dass sich wieder der nächste Zaun vor mir aufmacht, dass ich wieder in Bedrängnis bin, sondern Gott, du willst, dass ich in eine neue Freiheit hineinkomme. Erstaunlicherweise macht es uns das manchmal selber auch ein bisschen schwer. Gell? Manchmal hätte man gern so eine Richtlinie. Bei Ehepaaren oder bei noch nicht Verheiratete oder fast Verlobte oder Befreundete oder so, die sagen ja immer, wenn nur das berühmte Zettel vom Himmel kommen tät, diese Freiheit, die ist ein Stück weit einengend in dem Punkt. Da wüsste man gern, ja, das ist mein Partner. Ja, das ist der Richtige, ja, das ist die Richtige. Aber du hast eine große Freiheit an der Stelle, weil du entscheidest und weil Gott hier nicht sagt, so sieht's aus. Er gibt dir zwar immer wieder Richtlinie und er gibt dir immer Hinweise und wieder Dinge ins Herz, die dir wichtig sein können, aber es kommt nicht das berühmte Zettel vom Himmel. Und egal in welcher Frage, es kommt nicht das berühmte Zettel vom Himmel. Gott will, dass du in eine ganz neue Freiheit hineinkommst und Gott will, dass die um dich herum sind, auch diese Freiheit miterleben. Dass sie in diese Freiheit mit hineingenommen werden, die du lebst, erlebst und die dann auch automatisch mit erlebt werden. Und Gott will das natürlich, das habe ich schon gesagt, auch in der Gemeinde tun und in deinem Umfeld, dass diese Freiheit geschaffen wird und dass diese Freiheit gelebt wird. Und Leute, achtet einmal so auf verschiedene Lieder. Also ich bin einer, der ganz schlecht Englisch kann. Und wenn einer einen englischen Satz sagt, das kriege ich vielleicht noch nach, aber ein Lied auf Englisch zu übersetzen, das ist für mich eine Katastrophe. Deswegen habe ich da irgendwelches Google-Übersetzungstheater und dann kriege ich das irgendwie dann auf Reihe. Aber so viel sehnet sich nach Liebe und nach Freiheit. Besonders in der englischen Text, denn die Deutsche verstehe es ja. Ein deutscher Text wäre zum Beispiel von Purple Schulz, ich will hier raus, viele kennen den wahrscheinlich gar nicht mehr. Den kenne ich nur sehr gut, weil man sich so eingeengt fühlt. Ich will hier raus. Vincent Weiss hat einmal gesungen, ich brauche frische Luft. Mir ist das zu eng. Ich brauche frische Luft. Es gibt noch viele, viele Beispiele. Ich sage jetzt nicht alle, die mir da irgendwie aufgefallen sind. Aber achtet doch einmal drauf. Die Menschen sehnen sich nach Freiheit.
Und natürlich Freiheit. Ich bin, glaube, ne? Irgendwie sind meine Folien hier durcheinander. Wenn ihr die Folie Freiheit ist, nicht das, jeder tut, was er will. Danke. Wunderbar. Ach, bin ich froh. Vielen Dank. Natürlich ist Freiheit nicht das, dass jeder tun kann, was er will. Das sind wir uns eindeutig klar. Ich bin froh zum Beispiel, dass heute Morgen nicht hier getanzt wird oder gesungen oder gestört wird, sondern dass ich da wirklich mal Predigt machen kann. Das ist eine gute Ordnung, finde ich. Ist auch eine gute Ordnung, dass man sagt, man fängt zu einer bestimmten Zeit an, gibt keinen gleitenden Gottesdienst oder so, könnte man übrigens auch mal einführen. Dass es da eine gute Ordnung gibt mit einem Beginn und mit einem Schluss, und das braucht man einfach. Man braucht da im Leben eine gewisse Ordnung. Nicht jeder kann mit einem Messer auf der andere losgehen und sage, komm, ich bin frei. So geht es natürlich nicht, das wissen wir schon. Aber wir wissen, Freiheit gibt gewisse Einschränkungen. Übrigens bei den 10 Gebote ist, glaube ich, so ein Stück weit so diese Richtschnur für uns auch als Christen, wo man sagt, das ist so unsere Richtschnur. Und Freiheit ist aber auf jeden Fall auch die Abwesenheit von Angst und religiösem Druck. Manchmal klagen wir uns selber an und sagen, ich bin so schlecht. Oder ich bin unmöglich. Manchmal klagen uns Menschen an, manchmal klagt uns auch der Feind an, der Teufel, der da irgendwie wieder sagt, guck dich einmal an, bist du gerettet? Du? Ich habe, glaube ich, mal die Frage gestellt, wer hat schon einmal sich Gedanken gemacht, bin ich wirklich gerettet, obwohl er Christ ist? Darf ich mal nochmal ansehen? Das ist doch interessant. Ist doch interessant, dass manchmal der Teufel kommt und sagt, ausgerechnet du willst gerettet sein. Du in deiner Art. Du mit deinem Wesen. Jetzt hast du doch schon wieder den Schlüssel vergessen. Nee. Okay, aber es gibt bestimmt schlimmere Sachen wie den Schlüssel vergessen. Aber trotzdem klagt uns der Teufel an. Angst, nicht geliebt zu werden. Angst, nicht verstanden zu werden. Angst, dass Gott oder die Menschen, dass du denen nicht genügst und dass du abgelehnt bist. Aber dann ist die Frage natürlich, weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du bist, dass Jesus zum Beispiel sagt, du darfst frei sein. Ich möchte, dass du frei bist. Freiheit ist so zu sein, wie du bist, in erster Linie mal. Du darfst denken, sagen und fühlen. Wisst ihr, was ich nicht will in der Gemeinde oder was wir nicht wollen als Leitungsteam? Das ist, dass man Sprechverbot macht. Ich glaube, es ist nicht gut, dass jeder alles sagt, das ist bestimmt so, aber dass man noch wenigstens sagen kann, was man denkt, das wollen wir schon. Und dass nicht jeder alles auch am Mikrofon sagen kann, das ist vielleicht auch okay, weil manches auch ins Netz geht. Aber ich glaube, dass es gut ist, dass jeder nur sagen kann, wie er tickt und wie er denkt und wie er fühlt. Warum? Weil das auch in David durfte. Und viel in der Bibel. In David, der sagt zum Beispiel im Psalm 86, höre mich, o Herr, und antworte mir, denn ich bin hilflos und auf dich angewiesen. Ja, der war nicht so arg von sich überzeugt und von seiner Gestalt und von dem, wie gut er gerade drauf ist, sondern der sagt, ich bin hilflos. Ich brauche Antwort. Ich brauche die Hilfe Gottes jetzt in diesem Moment. Und deswegen, du darfst ehrlich sein, du darfst sagen und fühlen, weitergeben, was du fühlst und was du denkst. Und das ist wichtig. Und du lebst zusammen mit dem Heiligen Geist in einer eigenen Eigenständigkeit. Ich glaube, wir haben manchmal gute Tipps, wie man Bibel lesen kann, wir haben gute Tipps, wie man Gebetszeiten machen kann, wir haben gute Tipps, wie man Lobpreis machen kann. Und ich glaube, das Beispiel habe ich schon mal gesagt, ich habe einen Freund gehabt, der hat gesagt, mit Lobpreis kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich komme erst nach dem Lobpreis. Und wisst ihr, ich habe das so für mich verurteilt. Wie kann man ohne Lobpreis loslegen? Lobpreis ist für mich eine elementare, wichtige Geschichte. Ich genieße das total im Lobpreis und habe auch vorher die Zeit genossen. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, der kann mit dem Lobpreis nichts anfangen. Der hat mit der Predigt viel mehr anfangen können, wo ich sage, war Predigt für mich jetzt nicht so wichtig, da war der Lobpreis für mich wichtig, da hat Gott so zu mir gesprochen. Und dann merke ich einfach, wir Menschen ticken unterschiedlich. Und wenn ich dem jetzt sage, du musst aber im Gottesdienst um 10 da sein und der Lobpreis mitmachen,
da weiß ich nicht, wo unsere Freiheit bleibt. Ich wünsche mir das. Ich möchte es persönlich rüberbringen, wie gut Lobpreis ist. Aber ist das jetzt ein Gesetz oder wird es zur Freiheit? Wir sind da sehr unterschiedlich, was Musik, was Filme, was teure Handys oder Autos oder Hobbys oder was auch immer betrifft. Auch Menschen in Not. Ich merke es zum Beispiel jetzt am Semi. Der Semi, der hat es so auf dem Herzen mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich tick da ganz anders. Ich habe das in der Zwischenzeit mehr auf dem Herzen für Menschen, die noch nicht Jesus kennen. Aber ich tick da anders. Ich könnte da jetzt nicht in ein Flugzeug nahe sitzen und 4 Wochen Geld und Zeit und Nächte investieren. Halleluja, dass das jemand macht. Und Gott sei Dank habe ich die Freiheit zu sagen, ich bin da anders. Und genießt es in meiner Freiheit und respektiert es und anerkennt es und habe Kultur der Ehre ihm gegenüber an der Stelle. Freiheit kann aber auch ausgenutzt werden. So, und jetzt kommt genauso unser Denken. Freiheit kann ausgenutzt werden. Und deswegen sagen wir oftmals auch, zu viel Freiheit ist zu viel. Das ist einfach nichts. Da kommt gleich so unsere innere Blockade. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, der freie Wille, den gebe ich dir. Den hat er übrigens in der gesamten Bibel jedem gegeben. Es gab Menschen, denen hat er vom Evangelium erzählt und die sind gegangen. Es gab Pharisäer, die haben es nicht geschnallt. Es gab Menschen, die hat er ziehen lassen, obwohl sie genau den Inhalt seiner Lehre kannten. Obwohl sie ihn sogar persönlich kannten. Wir denken immer, wenn man Jesus einmal persönlich sieht, dann hätte man es gleich glauben, aber wir sehen ihn halt nicht immer so direkt vor Augen. Gott war das wichtig, der freie Wille Gottes für dich, dass er dieses Risiko eingeht, dass du die Freiheit bekommst, dass du mündig sein kannst. Gott geht ein Risiko mit dir und mit mir ein und sagt, ich gebe dir einen freien Wille, dich zu entscheiden. Und Liebe funktioniert wirklich nur in einer Freiwilligkeit. Ich weiß nicht, ob euer jetziger Partner mal gesagt hat, du musst mich heiraten. Ob ihr es dann gemacht hättet. Ich vermute, ihr habt freiwillig geheiratet. Also gut, ich weiß jetzt nicht, ob ihr Hände hochheben lassen soll mal zum Nachfragen, aber ich vermute, es war auf eine bestimmte Freiwilligkeit. Und das ist auch gut so, weil Liebe funktioniert in Freiwilligkeit und nicht in Angst und Sorge und was auch immer. Wirkliche Liebe ist frei von Angst, steht in 1. Johannes 4, Vers 18. Liebe treibt Angst aus. Und das war es Gott wert, uns nicht zu Marionetten zu machen, uns zu Persönlichkeiten zu machen und zu sagen, du hast deinen eigenen Willen und du darfst selber entscheiden. Und es gibt verschiedene Dinge. Also ich habe zum Beispiel mal die Hütte anguckt, ich sage jetzt bloß euer Beispiel. Da war Gott plötzlich eine Frau. Ja, das hat uns Menschen total durcheinander gebracht, uns Christen überhaupt. Ich weiß gar nicht, wie viel Artikel da geschrieben worden sind, dass Gott eine Frau ist. Wie kann das sein, Gott ist ein Mann? Ganz ehrlich, mir ist das egal, ob Gott eine Frau oder ein Mann ist. Aber der Film war gut. Und der Film hat mich beeindruckt und mir sind Tränen gekommen. Und das war ein wirklich guter Film. Weil ich gemerkt habe, das ist so diese Liebe Gottes, die mich bewegen muss. Ich bin eigenständig. Gott hat Geduld mit mir. Gott hat Sehnsucht, mich mit meinem Willen hinterherkommen zu lassen, wie er denkt. Er überrumpelt mich nicht. Und wisst ihr, Raum schaffen, das heißt Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ohne Masken. Ich glaube, das sind wir noch hier lernbedürftig. Wir sind schon weit, aber noch nicht am Ende. Ist übrigens gut, dass wir immer noch nicht am Ende sind, sonst wären wir im Himmel. Und wir dürfen echt auch unsere Maske fallen lassen. Wir sind nicht perfekt. Ich habe am Anfang immer in der Gemeinde gehört, wenn ihr da vorne steht, ihr seid halt alles so perfekt. Wir sind nicht perfekt. Ihr habt das auch bewusst mit dem Schlüssel so gesagt.
weil ich einfach nicht perfekt bin. In vielen Dingen nicht. Und wir dürfen auch unsere Maske fallen lassen, wir dürfen unsere Schwäche zeigen. Wir müssen natürlich manchmal auch mit unserer Schwäche dann mit umgehen, wenn wir sie gezeigt haben oder wie kommen wir da irgendwie zu klar miteinander, weil wir auch oftmals gegenseitig sind. Aber wir sollten uns wertschätzen und achten, auch wenn der andere etwas anders tickt und denkt wie ich. Lasst uns das tun, lasst uns viel mehr wertschätzen. Lasst uns in diese Freiheit hineinkommen, die Gott uns geben möchte. Ich glaube, ganz wichtiges Kriterium, das ist der Heilige Geist, der uns in diese Freiheit und in diese Liebe hineinführen möchte. Wenn wir uns mit dem befassen und beschäftigen und in Berührung kommen, dann ist das total richtig und total gut. Und das ist auch mein Ziel oder unser Ziel auch als Leitungsteam und sollte auch unser Ziel als Leiter oder Kleingruppen sein und so weiter, dass wir immer mehr mit diesem Heiligen Geist zusammen sind. Und dass der uns in diese Freiheit hineinführt. Ich möchte zum Schluss noch mal diese Bibelverse euch an die Wand werfen. Weil ihr einfach denkt, das sind so wichtige und elementare Verse. Und ich habe vielleicht zu manchem gar keine Antwort gegeben, wo ihr denkt, wie ist denn jetzt mit der Freiheit? Was ist denn das jetzt genau? Was sind jetzt die Grenzen? In welche Richtung? Ich glaube, es ist ein Ringen. Und es ist ein Kämpfer. Wisst ihr, wir hatten letztens ist übertrieben, aber vor einer Weile das Thema Sexualität und Partnerschaft. Und wir hatten, ich lüge glaube nicht, jahrelang gerungen, was schreiben wir in das Papier? Was ist da wirklich uns wichtig? Man kann nicht von heute auf morgen geschwind so die Antwort parat haben. Wir brauchen Gott, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen auch Zeit, dass der Heilige Geist in uns wirken kann und dass sich da manche Dinge in uns entwickeln und vielleicht auch beim anderen entwickeln, um diese Zeit einfach auch zu lassen, die Gott uns gibt. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Bitte achtet drauf, ihr seid in einer neuen Freiheit. Und jetzt kann kein Gesetz dieser Welt euch diese Freiheit wieder nehmen, die Jesus euch gibt. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Jesus sagt, wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ihr seid wirklich frei, da gibt es kein neues Gesetz. Wirkliche, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, steht in Korinther 3, 17. Jetzt habe ich, glaube ich, vergessen zu sagen, ob es der erste oder der zweite Korinther, vielen Dank. Und wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Ich mache mir manchmal ein wenig Sorge um uns Christen, ich glaube, jetzt kommen wir auch schon zum Schluss. Das hat mich Corona gelehrt. Und zwar in diese Richtung, dass man manchmal uns von Angst umtreiben lässt. Vielleicht der eine Angst vor dem Virus und der andere Angst vor der Freiheitsberaubung. Und oftmals glaube ich, egal auf welcher Seite man denkt, es hat uns mehr die Angst bestimmt. Und es hat uns mehr die Sorge bestimmt. Ich habe für mich gedacht, ich möchte eigentlich immer wieder diese Angst auch Gott geben. Weil Angst, sagt man, ist kein guter Ratgeber. Es ist vielleicht ein guter Ratgeber, wenn man weiß, die Herdplatte ist heiß und da lange nicht nochmal nah. Dann habe ich Angst auch wieder da zu lange, wenn sie gerade heiß ist. Aber Angst ist in der Regel kein guter Ratgeber, weil ich da einfach nicht die Entscheidung aus einer richtigen Motivation rausfällt. Und oftmals nicht Gott mehr zutraue als der Situation. Das ist oftmals Angst. Und ich glaube auch, dass es manche Situationen geben wird. Und da möchte ich uns einfach auch bitten, das ist wirklich so ein Schlussanliegen von mir, dass Christen auch in Zukunft immer mal wieder so aneinander rasseln in verschiedenen Themen. Corona war eines für mich der größten Punkte, zumindest in meinem Leben, obwohl ich dort aber schon viel geistliche Sachen erlebt habe, wo ich gemerkt habe, das ist richtig ein harter Fakt,
da sind wir fast nicht mehr zusammengekommen, da konnten wir fast nicht mehr miteinander sprechen. Und ich glaube auch, dass in Zukunft manche Dinge auf uns zukommen können. Es könnte die Rechtsfrage sein, also Rechtsradikalität, Antisemitismus könnte sein, es könnte Palästinenser und Juden sein und was auch immer. Es sind nur ein paar Punkte, die ich so für mich empfinde, wo man unterschiedlich denken kann und wo auch vielleicht einmal Christen unterschiedlich denken. Aber lasst uns doch an dieser Stelle aufeinander zugehen, ehrlich kommunizieren, miteinander sprechen. Euer Politiker hat ja mal gesagt, wir müssen später mal viel vergeben können. Wir Christen sind da vorrangig, wir müssen uns viel vergeben können. Und es ist wichtig, dass wir uns das tun. Und was ich festgestellt habe, das ist, unser Gebet, das kommt oft zu kurz. Ich glaube, ich habe das schon auch mal gesagt, aber ich sage es einfach nochmal. Wie oft haben wir Diskutier-Talkshow-Sendungen angeguckt? Und gucke jetzt auch heute noch an zu verschiedenen Themen. Und wie viel von dieser Zeit hast du gebetet? Ich möchte jetzt keinen Vorwurf machen, aber bei mir ist es ein Minimum. Ein kleiner Bruchteil von dem. Ich interessiere mich wirklich für politische Sendungen und ich habe auch den Bundestag jetzt am Freitag auch gehört, weil mich es einfach interessiert. Aber wie viel Zeit nehme ich fürs Gebet? Und wie viel Zeit investiere ich, mich da hineinzusetzen? Und vielleicht ist es an diesem Morgen so, dass du sagst, ich möchte in eine neue Freiheit hineinkommen. Für dich persönlich, für dein Umfeld, wo auch immer du dich gerade befindest. Und alle, die können und wollen, möchte ich einfach mal bitte steht auf. Vielleicht sagt Gott zu dir, schließ einfach mal die Augen, vielleicht sagt Gott zu dir jetzt an diesem Morgen, du, ich möchte dir ganz neue Freiheit geben. Eine neue Freiheit über Christsein denken, wie du bisher gedacht hast. Vielleicht hast du immer denkt, Christsein, das schränkt mich ein, da darf ich das nicht mehr und das nicht mehr. Und Gott sagt, ich möchte dich in eine neue Freiheit hineinführen. Vielleicht ist es wichtig, an diesem Morgen zu sagen, Jesus, wo begrenze ich mich denn selber? Wo mache ich mir oder lasse ich mir von anderen ein Gesetz aufbringen, das du gar nicht möchtest? Wo möchtest du uns in eine neue Freiheit hineinbringen? Wo möchtest du mich an diesem Morgen meine Füße auf den weiten Raum stellen? Du hast mich herausgeholt vom Feind, du stellst meine Füße jetzt in die Weide. Weg vom Zaun, weg von der Sklaverei. Vielleicht ist es so, dass du merkst, du bist nachts gefangen. Also ich beobachte sehr viel gerade, dass nachts viele Leute nicht schlafen können. Ich würde auch mal einen stricken, wenn ich jetzt stricken lassen würde. Weil ich da nachts meine Gedanken sich um vieles kreisen und ich mir überlege, wie geht es weiter. Und du hast nicht diese Freiheit, nachts durchzuschlafen, weil sich deine Gedanken so kreisen, weil du da gefangen bist in deine Gedanken, weil du einfach nicht schlafen kannst. Und deswegen fehlt dir auch der Schlaf, um am nächsten Tag wieder fit zu sein. Und vielleicht sind es einfach so diese ganz banalen Dinge, wo du in eine ganz neue Freiheit hineinkommen sollst, dass du durchschlafen kannst. Ich mache es beim letzteren Punkt jetzt doch so. Also ich würde auch gleich stricken. Wer kann nachts nicht schlafen, weil sich die Gedanken sich so sehr um sich selber kreisen oder um Dinge, die dich bewegen und die dich beschäftigen? Streckt einfach mal die Hand. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du jetzt diese Hände siehst, die wirklich da nachts am Kämpfen sind in ihren Gedanken und einfach nicht gut durchschlafen können. Herr, und ich bete, dass du jetzt in den Kopf und in den Verstand und in das Herz hineinkommst, all derer, die jetzt gestrickt sind und die da wirklich einfach auch beteiligt sind, Herr. Und dass du sie berührst. Herr, wir wollen jetzt gemeinsam alle die Sorgen, die uns da beschäftigen, auf dich werfen.
Und wir wollen sagen, Herr, sorg du doch für diese Gedanken. Sei doch du derjenige, der uns herausführt und der uns herausholt. Danke, Herr, für neue Freiheit, die du uns jetzt gibst. Herr, ich bete noch, dass wir wirklich für andere da sein können. Dass wir andere wertschätzen. Dass wir sie nicht verurteilen, sondern dass wir sie wertschätzen. Lass uns diese Kultur der Ehre und des gegenseitigen Achtens, lass sie immer mehr werden, Herr, in unserem persönlichen Leben, in unserem familiären Leben, in der Gemeinde, überall dort, wo wir sind, Herr. Danke, Herr, für neue Freiheit, die du gibst. Halleluja. Amen. Die zwei Bücher liegen noch da, wenn jemand noch ein Buch möchte. Dann sind wir jetzt bei dem Segen angelangt, der Segen, der euch begleiten soll die nächste Woche. Und da habe ich gedacht, ja genau, kommt es an die Wand, dass wir es mal anders machen, nicht, dass ich euch alle segnen, sondern dass wir uns gegeneinander, oder nicht gegeneinander, miteinander, füreinander segnen. Genau. Und deshalb singen wir einfach. Das ist ein Lied vom Gebetshaus Augsburg. Und wenn wir alle miteinander einstimmen, ist das wahrscheinlich ähnlich, wie wenn wir Happy Birthday singen. Ich fange mal an. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt. Friede mit dir. Amen. 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 Dankeschön. So, wir sammeln noch ein Opfer ein. Jeder möge das geben, was er auf dem Herzen hat. Wenn du nichts auf dem Herzen hast, dann gib einfach nichts und lass den Korb einfach weitergehen. Und habt einen schönen Sonntag, habt eine gute Woche, seid gesegnet. Ein Schlusslied kommt noch während des Opfereinsammelns, genau. Und wir haben gedacht, wir singen das neue Lied, das wir vorhin gesungen haben, das zweite einfach nochmal, damit ihr mit einem schönen Ohrwurm nach Hause geht und der Hausaufgabe im 1. Chronik 29 diesen Liedtext mal durchzulesen, ist sehr gewaltig. Thank you.
salvation in your hand. You are the God that we worship, who overcome the grave and death and all sin. Redeemer of all things, amen. We worship your name. Einen schönen Sonntag noch.